Hallo! Und hier ist wieder ich, der Mingelpill. Mit Nico. Und Max. Ich bin der Max, der ist der Nico. Und ja. Stich im Baum drin. Neue Motivation für neue Adventures. Yes. Wir haben gesagt, wir spielen Minecraft, ja? Alte Map, das vielleicht hat er doch schon irgendwas gesehen. Auf jeden Fall haben wir gesagt, hallo, wir gehen irgendein Seed in und dann bin ich hier gesprungen. Hallo! Okay. Liegt hier diese Insel vor uns. Wir haben sie uns schon angeguckt, ja, hat echt Potenzial. Jo. Und, ja, wir werden erstmal ein bisschen Terraforming betreiben und dann werden wir einfach mal so ein bisschen das Land ausreizen, denke ich mal. Jo. Das Geile ist, wir haben Dings gewählt, ja, du weißt schon. Creative Mode. Creative Mode. Und es gibt brutal viele neue Items seitdem. WTF. Seitdem wir es erstmal gespielt haben. Gut, also holen wir uns erstmal ein Feuerzeug und brennen erstmal eine Bäume. Keine gute Idee, finde ich eigentlich schon. Ja, gut, man kann auch gleich die ganze Insel in die Luft sprengen, ich meine. Ja, aber das ist so viel Arbeit, das kannst du nur aufzubauen. Wir können uns die jetzt hier, wo zur Hölle bist du überhaupt? Ich fäll gerade auf den Baum. So, mein Ach Sinn? Gut. Komm. Wir können uns auch mal die Insel angucken und dann mal gucken, wo man wegbrennen kann. Andererseits können wir auch einfach Bäume wegbrennen. Die wachsen sowieso immer. Wenn nicht, also, gut, okay, da ist im Moment ein bisschen, ja, genau, die Lücke sehe ich auch, die du da siehst, Dordi. Die wird gleich warten. Das ah, das ist ja wurscht. Die Insel ist ja nicht drauf. Ich denke auch. Also hier ist die komplette Insel, viel größer ist auch nicht. Und wir haben uns echt mal vorgeholt, wir setzen da den Buschi. Da. Ja, das ist so der. Also räumen wir jetzt echt mal da Bäume weg. Also gehen wir Bäume weg. Alles klar. Wo ist dann mein Feuerzeug? Mit Bedenken dran rechts klicken. Alles, was Linksklick ist, funktioniert so nicht. Also. Iron Horse, aber oder fuck. Alter, aber ehrlich mal. Mir ja, du machst das schon alles. Ich muss jetzt schon mal ein Feuerzeug suchen. So, ist da. Ja. Tüdelü. Es brennt ja schon alles und es wird dunkel. Es wird dunkel? Set Time auf 18.000 macht das noch. Schlecht, Set Time. Hey, ich geh jetzt voll mal ab dann. Mit Männer wird's ja auch heller. Nur weil du das auch gerade sagen wolltest. Ah, es brennt schon alles, das ist gut. Ja, das ist ja quasi schon ungefähr der Bereich, wo man hinkommt. Ja. Also ich denke mal, wir gucken einfach, dass man nicht zu viele Bäume abbrennt, sondern wirklich nur das, was man falsch braucht. Ja. Alles andere lassen wir mal stehen, vielleicht ein bisschen. Und die erste Frage ist sowieso mal, wie groß wird das Ding? Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Also ich denke zum Das sehen wir gleich. Was wir halt auf jeden Fall überlegen können, kommen wir hierher. Ja. Wir gucken uns einfach das da an und ziehen zum Beispiel hier das Stück hoch. Da. Ja. Guck, mein, ja genau, das Stück da. Mhm. Da ziehen wir Klippe hoch und dann setzen wir da die Rückwand hin. Das fände ich eigentlich ganz gut. Das klingt eigentlich sehr gut. Also während der ganze Scheiß hier brennt, setze ich mal ganz kurz Slash Set Time 18.000. Ich nehme schon mal Stein und Cobbles raus. Oder ist es Time Set 18.000? Ja, ich habe zu lange schon mehr gespielt. Time Set 18.000. Boah, allein bei der Klippe haben wir jetzt schon so viel. Müsste ich gehen. Ich fang einfach mal an. Ich habe keine Ahnung, wie es nachher aussieht, aber. Nein. Okay, 18.000 ist Nacht. Dann war's das andere. Ah, ist halt. Okay. Was machst du dann? Klippe. Eine Kobbelklippe. Eine Kobbel und Klippe. Wie kreativ von dir. Damit's grafisch anschaut. Ich weiß nicht, ich dachte, ich habe irgendwie Dirt im Kopf gehabt, aber. Wie gesagt, ist ja eigentlich. Ja, so eine reine Stehen. Ja. Die Frage ist halt, aus was bauen wir denn die Busch? Ja, genau. Der Gedanke ist mir auch gerade gekommen. Aus Wolle. Okay. Wenn man so verdammt leicht abbrennen kann. Ja, okay, das Klippe wäre vielleicht besser. Warte mal gucken. Ich muss mal überhaupt mal die Stehen gucken. Wenn nicht, bauen wir so vielleicht gibt's hier aus Gold und Plätten. Können auch die Klippe aus Eisenerz bauen. Was ist mit Sandstein? Nö. Doch, das ist Terranenschengen. Also, das Terran passt dann. Ja, okay. Yellowstone Clay, da fuck. Warum gibt es da immer so viel Clay? Keine Ahnung, es ist, weil die kann man anscheinend bunt machen, eigentlich, Gerhard, aber. Ja, gut, das ist dann so wie Wolle. Oh, es gibt Teppiche. Oh, gut zu wissen. Ja, gut, okay. So, jetzt ist mal die Frage, wie weit setzen wir das dann? Was ist dann zum Beispiel hier? So hier. Ups. Aha. Und wie hoch? Das klingt doch eigentlich ganz gut, die Höhe. Hey, was vielleicht ist dann, wenn man so von hier rüber ziehen? Das ist echt mal so Kastenclip gebaut. Ich würde vielleicht mal noch vorschlagen, dass wir die unteren halt komplett so aus Dirt machen. Ja, das Gras verschwindet, wenn es nicht an der Luft ist. Ach ja, ich sehe es gerade.
Gut. Okay. Was ist dann, wenn wir das erstmal so hochziehen und dann variieren wir sie so halt, dass sie natürlich aussieht? Jo, mal so den groben Umriss, sag ich mal. Also. Klingt auch. Richtig, groben. Und dann, also wir dürfen uns jetzt ein bisschen zugucken. Und dann wird erstmal ein guten Ecken auf Cam passieren. Weil der Vorteil ist, dann können wir Musik. Genau so. Gut, dass ich die Klippe einfach mal über Bäume drüber baue. Die werden da einfach umgebaut. Ich denke auch, das sind dann scheißegal, so Klippenbäume. So, brauche ich dann. Sollen wir da noch ein bisschen Strand landen? Nee, das machst du nicht, dann lass mal catchen. Das war eine simple Entscheidung. Ich denke auch, also. Ah, komm schon. Also eigentlich müssten wir ja nur die äußerste Wand ziehen. Und der Rest geht mein Schrohlosen. Und, und dann im Ausbau von der Klippe, von der Bosch nutzen halt. Ja, ohne, genau. Und uns dann halt einfach die Arbeit sparen. Jo. So. Gut. Machen wir den groberen Umriss. Versuche ich mal irgendwie Kappe zu kriegen. Vielleicht bin ich noch. Genau, und dann würde ich sagen, viel mehr machen wir dann jetzt auch nicht in dem EP, sondern gucken dann noch vielleicht, dass wir uns mal ein paar feste Punkte setzen. Tor, sowas, weißt du? Genau, genau. Weil ich meine, ich finde zum Beispiel auch saugeil, wenn wir die Bursche ein bisschen abtrennen, zum Beispiel in eine Richtung. Weißt du, kann ich dich noch dran erinnern? Da rechts, da in die Richtung. Warte, ich muss ganz kurz. Da in die Richtung. Ist ja diese kleine Insel. Mhm. Dass wir da vielleicht wirklich so einen kleinen Turm noch hin machen und dann zum Beispiel hier in die Richtung in Graben ziehen und eine Brick drüber nennen. Das klingt saugeil. Fände ich nämlich irgendwie sehr edel. Keine Ahnung, dass man, was weiß ich, hier so eine Schneise ziehen, ist so, dass man den Strand vielleicht hier nicht vergewaltigen. Warte mal, ich schau mal gerade in Block Wolle. Und dann Block Iron. Ja, bastel du mal ein bisschen. Hauptsache, Hauptsache, das Schwein läuft hier auf dieser Klippe rum, auf dieser Randklippe. Weiß nicht, wo vorne hin ist. Geh mal weiter, Schwein. Hopp. Was will denn runterfallen anscheinend? Was? Warte, sich ist ja erstmal nur, um einen groben Blick dafür zu kriegen. Ja. Weil es soll ja eigentlich auch nicht bei der Bursch bleiben. Ich habe ein trailendes Schwein gerade. Hm, ist nicht gut. Sollte ich vielleicht kurz erklären, was trailend ist. Ja, am besten gebe ich mal hergeflogen an sich. Ne, ich weiß ja, was trailend ist. Ja, toll. Aber dann sehen die das. Die da, die es zugucken. Die komischen. Wir wissen, dass die. Ja, wissen, dass die es zugucken. So, wo bist du dann? Hier. Da, das, ja. Hallo! Weißt du was? Das ist unser erster Gefangener. Das ist runterfällt, ey. Nö, das fällt nicht runter. Jetzt das Schwein in Gebäude. Das wohnt jetzt. Gut, komm mal mit. So, grob hier. Das, ja, ja. So, das ist die Idee. Jetzt, dann, was ist dann genau so? Dann machen wir das so. Also, grober Eckpunkt, boah. Grober Eckpunkt, boah. Ist noch also, nur kurz mal angesetzt. Ja, ja. So. Und dann hier so ungefähr, boah. So. Weißt du, was ich meine? Und dann machen wir das hier so eckig. Dann kommt da so ein Einläufer, weil ich fände es saucool, die Ecke zur Brücke hin, würde ich sauge eckig machen. Kann, sicher ungefähr, was ich meine. Noch nicht so ganz. Gut, dann ziehe ich es. Also, hier das wird komplett Bursch. Ja, so. Also hier wird schon einfach quer rüber. Also genau geradeaus. Ich zeig da, was ich meine. Okay. Ja, das hatte ich mir gedacht. Weil, also, du musst nicht kratzen, sondern ich meine, die kann so ein bisschen ausholen von Türmen oder so, fände ich schon geil. Ja. Aber, ja. Grob so. Genau, also so. Das ist ja wirklich nur, dass du eine Idee dafür kriegst. Ja, ja, ja. So, ich denke, das ist Andeutung genug. Ja. Und dann hier ziehen wir diesen Graben, der ist bestimmt dann 3-4 Block tief, Minimum. Also nicht tief, sondern breit. Ja. Also in die Richtung. Und dann ziehen wir so eine Sprück quer drüber. Ja, genau. Fände ich sau cool. Also so diagonal gebaut halt. Genau, das da ist jetzt halt erstmal Planmaking. Dann, Was hältst du? Die Frage ist, wie weit willst du dann hier rüberkommen? So ungefähr hier so. Dass wir das hier dann so terraformen, sodass das dort drüber passt. Dass man hier halt auch nochmal so eine Klippe haben, mehr oder weniger. Genau, genau, wo das halt nur so drauf sitzt. Und dann eigentlich so quasi nicht weiter wie hier gehen. Ist die Frage, ob man die Bursch wirklich so groß machen sollten oder ob man halt noch ein bisschen, dass man so eher an die Klippe halt schieben, zum wirklich zum Ozean hin, dass man halt wie mir noch so einen Weg vorbeilegen kann. Weißt du, was ich meine?
Klar, weißt du was, du Mensch? Man kann auch durch die Busch gehen, das wäre vielleicht auch ganz cool. Klar, also dass man vielleicht so einen Bogengang machen, zum Beispiel so hier, du kommst hier rein und kannst dann so rausgehen. Mhm. Fände ich cool, weil ich auch cool fände, wäre Dings, dann könnte man hier hin dran eine Brücke für 0815 Leute machen. Ach so, das wäre auch ganz cool. Aber die, ich sehe, was du Mensch, die Busch ist schon dezent groß. Ne? Ja. Das ist, ey, was ist dann, wenn wir das wirklich so machen? Wir machen das hier so und ziehen dann ein Beihaus. Sogar so. Nur so, das ist ja wirklich nur mal mehr. Ja. Und das käme eigentlich ganz gut. So. So, wie siehst du, was ich meine? Ja. Und dann Bursch, größtenteil Bursch, ein bisschen Platz, Bursch, und dann hier Durchgang. Also. Ja, genau. Doch, das kommt gut. Das machen wir. Also, wo hier die Blöcke sind, würde ich quasi den Durchgang machen. Ja. Und dann könnte man es natürlich machen, naja, das ist dann, was weiß ich, pompöse 6 Block hoch und dann kommt der zweite Stock. Im zweiten Stock verbunden. Fände ich cool. Das wäre richtig geil, ja. Wie machen wir das denn generell von der Außenwand von der Bursch? Sollen wir die eher eckig machen oder ein bisschen ausgefallener? Also ich meine. Pass auf, ich zeig dir, was ich prüfe. Ja, dann hau mal raus. Also, ich beschäftige mich in der selbst mit Ecke. Also du hast eine Wand. Eine Wand! Ist ja quasi egal. So, die kommt hier rein. 1, 3, 4. Das deutet Wand an. Und dann kommt sowas. Mhm. Ja. Was macht halt die Zahlen Ecke? Trifft? Ich meine, du weißt was, ne? Meinst du als Ecke? Was dann? Aber so. Dass ja, die Türme ja. So rausstehen. Ja, das finde ich geil. Das ist geil. Das finde ich geil. Ja. So ungefähr. Also die Zahlen sollten natürlich mal zählen überall und gut ist. Ja, genau. Und damit steht ja eigentlich quasi schon der Plan für die ganze Zeit. Das stimmt. Was hat die Zeit? Die Zeit sagt, hallo! Guten Tag. Die Zeit sagt mal noch nicht. 5 Minuten noch gut. Okay, also was gibt's? Für uns geht's jetzt da damit erstmal ran, hier Klippe hochzuziehen. Die lassen wir erstmal holen, weil ich gehe davon aus, es geht ja auch ganz viel an die Innenausbau. Ja. Sollte man dann den Schnitt vergessen. Aber dass wir mal den groben, also zumindest mal hier oben, wissen, wie hier genau die Randkurve verläuft, sag ich mal. Genau, das. Und dass wir das wissen. Was ich halt auch nicht schlecht finde, ist, sagen wir mal, auf jeder Ebene wissen wir das. Und dann lassen wir die Klippe so rauslaufen. So ein bisschen, so abfallend rauslaufen. Aber das sind Kleinigkeiten, die man nachher nur mit Dirt oder was weiß ich dann badet halt wird. Ja, man kann es halt auch ein bisschen überhängend machen teilweise, beziehungsweise dann halt so rauslaufen. Genau, das finde ich ganz gut. Je nachdem, schauen wir mal, was wir noch sagen. Ich denke auch, als allererstes rollen wir doch mal den Sand raus, das gefällt mich nicht. Und dann ziehen wir, denke ich, zuerst den Graben, den ziehen wir schon mit Dynamit. Ja. Dann kriegen wir nämlich ungefähr das Maß dafür, der explodiert in 6 Block. Ja. Und dann hat das alles schon mal einen guten Plan. Weil, ja, und dann, oh ja, und dann bietet die Insel trotzdem noch Sachen geschrieben. Okay, Wolke. Genau. So. Ja, das wird, denke ich. Ja, klingt auf jeden Fall schon mal noch einen guten Grundplan. Ich denke auch. Schauen wir mal, dass hier die Kante ein bisschen schöner wird. Unsere Kante soll schöner werden. So. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier später im Wald drin machen. Oh, das könnte. Naja, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen Vorstadt, bis vielleicht Mauer ziehen. Hügelartig. Ich fände es halt cool. Ich denke mal nachher werden wir noch einen Hafen kennen. So eine Kleinigkeit. Sehr wahrscheinlich. Eine Kleinigkeit an Hafen. Und ich fände es halt cool, wenn alles ummauert wäre, außer das. Ja. Müssen wir mal schauen. Ach, wie wir Mauer ziehen. Beziehungsweise, was wir auch hier mit dieser etwas abgetrennten. Wie gesagt, da würde ich irgendwie so, wie du das vorher schon gemeint hast, vielleicht ein bisschen aussitzen. Ja, beziehungsweise wie man das dann halt hier mit der Mauer löst, weil das könnte dann auch extra stehen. Also ich denke auch, dass die nicht unbedingt ingemauert sind muss, ja. Gut. Okay. Also bevor es gleich losgeht, muss ich noch kurz was downloaden, weil es ist frisches Minecraft, also unbearbeitet. Ich merke schon, dass was fehlt. Und dann geht das eigentlich für uns los. Dann. Ich gehe mal davon aus, Ende des Abends werden wir das schon nochmal melden. Weil es ist bei uns jetzt gerade 10 Uhr, jo. Relativ genau. Und wenn wir dann so die erste Definierung von dem ganzen Spaß haben, werden wir euch mal einen Inblick gönnen. Wir werden nicht alles erzählen, weil, warum halt?
Irgendwann wird es langweilig, wenn man uns zusieht, wie man Block für Block für Block deswegen, für Block. Deswegen, es muss halt gemacht werden, aber es muss halt nicht gesehen werden. Und außerdem können wir ja Musik hören. Deswegen, das ist eigentlich das Hauptargument. Und lass das Schwein dort drin. Das Schwein bleibt dort drin, keine Angst. Das ist unser echter Gefangener. Es gibt naja, ein Kacker. Mann, ich mach das schon mal anders. Ja, brauch schon mal einen Kacker. Das sieht doch schon mal noch Clip aus. So. Hoffentlich ist es kein Suizidschwein. Das ist nicht weg, Leute. Genau. Das war die Idee. Gut. Das ist also ab sofort unser Maskottchen-Schwein. Oh, guck mal, da kommt schon das nächste. Wie nennt man das? Wie nennt man das Schweinchen? Tiny. Und hier ist noch eins. Wie nennt man das? Was darfst du benennen? Rot. Warte, ich nenn mal's Tony. Tiny und Tony. Alles klar. Ich denke, ach, also wir beginnen. Tony, was machst du? Wir arbeiten uns jetzt ans Kingdom der Schweine. Oh. Okay, Tony ist. Also warte, ich spawn ganz kurz einen neuen Tony bei Tiny. Und alle anderen Tonys gehen gekillt. Und deswegen, wir bauen jetzt das Kingdom der Schweine und dann. Sehen wir mal, was draus wird. Ich denke, ich muss nur ganz kurz mal schauen, wo. Wo man einen neuen Tony spawnen kann. Ja, irgendwo gab's doch immer diese Eier. Ja? Hm? Ah, hier. Spawn Spider, Spawn Skeleton, Spawn Creeper, Zombies, Pigments, Spawn Creeper. So. Hallo Tony! Gott. Ja, also, dann muss ich ganz kurz aus Human Rights Division ganz kurz die Platten vergrößern. nein, verbinden, die sollen nicht weg. Nicht vor. Gut. Wie gesagt, ein Kingdom für ein Schwein und so, damit verabschieden wir uns erstmal aus LPNs New World und bis dann. Ciao.